Hallo, herzlich willkommen zur Videodokumentation von unserem Tiny House Bau. Wir haben jetzt insgesamt 10 Tage gebaut ungefähr, fangen heute mit dem 11. Tag an. Wie ihr seht, steht der Anhänger nicht mehr hier. Wir haben jetzt die 4 Wände gebaut. Davon stehen 3 hier an der Seite. 2 kleinere Querwände, die hier vorne stehen. Und eine große Längswand, die hinten steht mit dem Schrägdach. Und die 4. Wand liegt schon fertig auf dem Anhänger. Wir mussten jetzt nur raus, weil die Wände für die Unterdachung hier zu groß sind. Genau, wir gehen mal rüber. Heute wollen wir die Wände aufstellen und kriegen dafür noch Unterstützung nachher, dass wir da genug Leute sind. Ja, wir haben jetzt erstmal den Bauplatz soweit vorbereitet. Die Plattform muss natürlich dafür in allen Richtungen waagrecht stehen. Hier unten der Hänger steht jetzt, also ist jetzt auf dem stabilen Stahlgerüst gelagert. Wie man sieht, die Reifen, die sind jetzt frei in der Luft, das heißt, die tragen kein Gewicht mehr. Hier haben wir so Wegplatten drunter, die das stabil halten, ein bisschen Kies und Erde drunter, damit die Platten sich nicht verschieben in der Wiese. Genau, da liegt die 4. Wand drauf, die wir dann nachher auch direkt aufrichten, so wie sie liegt. Ja, wir haben so eine lange Wasserwaage. Mit der können wir rasch ganz gut messen, ob der Hänger waagrecht steht. Da sieht man hier die Luftblase, die muss sich praktisch zwischen den beiden schwarzen Streifen befinden, dann ist es in Ordnung. Genau, und jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wie wir die Stützen von dem Hänger ablassen. Also der Hänger hat hier vom Hersteller so Stützen, die man kurbeln kann, aber die sind nicht dafür gedacht, dass die praktisch das Gewicht von dem ganzen Haus dann stemmen, weil das dann insgesamt zu schwer ist. Deswegen ist es jetzt von Anfang gut gewesen, aber deswegen mussten wir jetzt die stabilere Lagerung mit den Steinen machen auf dem Stahlträger, dass praktisch dann auch das ganze Gewicht von den Wänden und von dem Dach aushält. Und hier kann man einfach praktisch mit einer Ratsche und einer Nuss hier kurbeln und das ist jetzt praktisch die letzte Stütze, die wir noch lockern, damit das ganze Gewicht dann auf den Steinplatten lagert. Hier kann man jetzt sogar eigentlich durchdrehen so. Das geht jetzt schon ganz leicht. Und jetzt sieht man jetzt, naja, noch nicht ganz. Jetzt zieht er sich nach oben und das Holz ist locker. In der Position lässt man jetzt, dass er zur Not dann, falls da Gewicht drauf kommt, dass er direkt dann auch gleich aufliegt. Genau, jetzt vom Wände aufrichten werden wir nachher ein Zeitraffer-Video machen, damit man da ein bisschen Eindruck kriegt, wie das geht, aber es auch nicht zu lange geht. Viel Spaß!